Der Böblinger Jagdpächter Timo Böckle hat ein leicht verletztes Rehkitz gefunden und bei sich aufgenommen. Zunächst befürchtete er aufgrund des geringen Gewichts des Jungen, dass es nicht durchkommen könnte. Alle 2 Stunden wurde das Kleine mit Ziegenmilch aus der Flasche gefüttert und kontinuierlich aufgepäppelt. In der Zwischenzeit hat das Rehkitz bei einer Tierärztin mit einem schönen großen Garten ein neues temporäres Zuhause gefunden. Dort wird es auf seine Auswilderung vorbereitet.